Wir werfen einen Blick zurück. Katrin vor gut 2 Wochen. Sie schreibt hier keine Liebesbriefe, sondern brütet über der Theorieprüfung. Diese ist Teil der Platzreife und auch halb so wild, wären da nicht die 30 Multiple-Choice-Fragen. Regeln gibt's im Golf ja mehr als genug. Ob sie die alle auswendig kann? Katrin will in ihrer Verzweiflung schon zu unlauteren Mitteln greifen, als Frank mit der Rettung, dem Regelbuch, kommt. Das darf der Schüler nämlich beim Test als Hilfsmittel verwenden. Also doch alles halb so wild. Bei der praktischen Prüfung ist Katrin auf sich selbst gestellt. 7 Wochen hatte sie Zeit, um zu üben, abzüglich dem Regen. Unsere Golferin ist nämlich ein wenig aus Zucker gemacht. Aber heute spielt das Wetter und sogar Frank mit, sodass die Rahmenbedingungen eigentlich perfekt sind. In Katrin selbst sieht es jedoch etwas anders aus. Ihr steht nämlich Folgendes bevor. Hier sieht man die 18-Loch-Anlage, auf der die beiden spielen werden. Hinten ist übrigens der Bodensee zu erkennen und am Horizont sogar die Schweiz. Hier wird Katrin auf einer 9-Loch-Runde geprüft. Für diese Anzahl von Löchern bekommt sie eine Vorgabe von 71 Schlägen. Das sind pro Loch ca. 3 Schläge mehr als beim Profi. Gelingt ihr das, erhält sie für jedes Loch Punkte. Und um die Platzreifeprüfung zu bestehen, muss sie insgesamt 12 Punkte erreichen. Soweit die Regeln für das große Ziel. Platzreife. Katrin hat das jetzt noch vor sich. Also ich bin total nervös. Ich fühle mich ungefähr wie 18, was jetzt nicht das Schlechteste ist. Nur dieses Gefühl von der Führerscheinprüfung, das finde ich nicht so angenehm. Und ich hoffe, dass ich das jetzt heute so einigermaßen hinbekomme. Oh nein! Kein so schöner Start. Ich habe ein paar Äpfel geerntet. Ja, genau. Positiv denken. Sie hat ja noch 70 Schläge vor sich. Und ein Apfel zur Stärkung ist zwischendurch mal ganz gut. Denn auf der 9-Loch-Runde wird Katrin ca. 750 Kalorien verbrauchen. Zum Vergleich, ein Tennisspieler oder Schwimmer verbraucht in derselben Zeit nur ein Drittel mehr. Hat dabei aber bei Weitem nicht ein so schönes Naturerlebnis wie die beiden hier. Ja, es ist Sport und es ist gleichzeitig auch Entspannung. Wenn da dieser kleine Ball nicht wäre. Gut. Und klack. Boah. Bisschen draufgehauen. Du siehst die Richtung. Das scheint nicht Katrins Bahn zu sein. Jetzt ist Frank mit Putten dran. Wow, 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 wow. Oh. Aber damit muss man zufrieden sein, wenn du so lange putzt. 10 Sekunden darfst du warten. 10 Sekunden darf ich noch warten? 10 Sekunden. Für den Fall, dass ein Wunder geschieht? Ja, genau, dass noch ein Erdbeben kommt. Beim ersten Loch hat Katrin 9 Schläge benötigt. Dafür bekommt sie einen Punkt. Und bei der nächsten Bahn geht der Abschlag auch gleich besser von der Hand. Katrin ist sichtlich erleichtert. Dafür lief es bei Frank diesmal nicht ganz ideal. Es ist sehr beruhigend, dass auch Golflehrer mal einen Ball suchen. Aber du bist kein Schwabe, oder? Nee, aber ich merke, neue Bälle muss ich auch zahlen. Okay, in der Zwischenzeit würde ich schon mal meinen großartig geschlagenen Ball von der Länge 4 Meter weiterschlagen. Seid ihr einverstanden? Glück gehabt, kein Aus. Das ist schon hart für das Golf-Ego, wenn der Ball dann gerade mal so 4 Meter weit fliegt. Ich habe schon gar nicht mehr mitgezählt, um mich selber nicht verrückt zu machen. Aber ich habe gezählt. Katrin hat bisher 4 Punkte geschafft. Sie braucht also noch mindestens 8. Mal sehen, ob sich das Blatt an diesem Loch nun wendet. Einem Par 3. Das bedeutet, Katrin sollte es mit höchstens 6 Schlägen spielen. Frank hingegen mit 3. Sein Ball ging in den Bunker, was aber nichts zu heißen hat. Nun ist Katrin dran. 121 Meter sind es vom Abschlag bis zum Loch. Guter Abschlag. Gott, ja, der war richtig gut. Ja, der flog direkt mittig vors Grün. Super. Was für ein Überraschungstreffer. Und das erste Mal, dass ich ein Tee zerstört habe.
Man muss Golf spielen, um die tiefe Wahrheit dieses einen Spruches zu verstehen. Die Stimmung ändert sich mit einem Schlag. Okay, ich bin zurück im Spiel. War voll die falsche Richtung. Mit 3 kann ich es jetzt schon nicht mehr schaffen. Das Grün ist heute übrigens nicht grün, weil es vom Greenkeeper erifiziert wurde. Mehr komm, dazu komm, erfährst komm, du komm, in komm, Folge 3. Komm. Sehr schöner Annäherungspart. Hat dein schöner Handschuh eigentlich was zu markieren? Markieren? Ja. Ich habe nichts zu markieren. Falle ich jetzt durch die Platzreife durch? Hier hast du was zu markieren, hast du eine Münze. Die Markierung ist notwendig, damit der Ball nicht in der Puttlinie des Mitspielers liegt. Wir liegen derzeit gleich. Das ist Golf, oder? Genau. Ich habe 3 Putts gebraucht, plus 2 Schläge. 5. Komm, das kannst du schaffen. Kannst du mich schlagen jetzt. Jawohl. Sehr, sehr gut. Das gibt Punkte. Immer gut. Du kannst weitergehen. Besser als der Golflehrer. Der Schüler muss den Meister überrunden, heißt es. Nur dann bist du ein guter Meister. Genau. So, zur Halbzeit gebe ich mal einen aus. Jawohl, zum Wohl. Auf den zukünftigen Tango-Tänzer. Da bin ich gespannt. Alles, was ich kann, aber das nicht. Das ist jetzt ernst. Aber ich habe schon eine Idee. Kein nichts. Der will tanzen, er weiß es nur noch nicht. Auf Ex. Ja, nach dem letzten Loch, 4 Schläge, jetzt sind wir mal gespannt. Geht's noch? Eine Golftasche wiegt um die 7 Kilo. Bis zu 14 Schläger darf ein Golfspieler mitnehmen. Als ehemaliger Caddy muss Frank ein ziemlich breiter Kasten gewesen sein. Das finde ich das Schöne am Golf, dass das so ein kommunikativer Sport ist. Ich meine, bei welchem anderen Sport erfährt man was über den anderen? Beim Golf ist das möglich. Da kann man einfach sich während des Spiels auch unterhalten. Konzentration ist dennoch sehr wichtig. Sonst passiert nämlich genau das. Schöner Golfschlag, aber jetzt kommt das Traurige. Jetzt können wir den Ball aufheben. Was meinst du damit? Tja, auf dieser Bahn hat Katrin bisher 9 Schläge gebraucht. Das sind 3 mehr als ihre Vorgabe. Deswegen wird die Bahn gestrichen. Kein Punkt für sie. Okay. Nett gesagt, total versagt bei der Bahn. Oh. Frank, sag mal bitte, wo ich jetzt im Moment stehe. Jetzt ungefähr Halbzeit. 5 leichter Hammer, oder? Jawohl. Und das sind insgesamt 8 Punkte nach 5 gespielten Löchern. Okay. Auslandsgast? Ja. Katrin Ziegler, das Golf-E.T. Frank ist soweit zufrieden mit seiner Schülerin. Er musste ihre 5. Bahn zwar streichen, aber 8 Punkte hat sie schon. Und wenn es so weitergeht, packt sie auch noch die weiteren 4. Katrin hingegen denkt sich, ist die Bahn erst ruiniert, schlägt es sich ganz ungeniert. Sie kennt ja im Zweifelsfall auch noch andere Methoden. Ich hätte gerne bitte das Eisen 7. Im Golfregelbuch steht zwar kein ausdrückliches Verbot von Hexerei, dafür ist Fairness das oberste Gebot. Übrigens, Golf ist 2016 als olympische Sportart mit dabei, nach über 100 Jahren. Und wen siehst du dort ganz vorne? Aus deutscher Sicht ganz klar Martin Keimer und auf dem 2. Rang denke ich Marcel Siem aus Mülheim auch. Countdown, Katrins 9. Loch. Sie ist nur noch wenige Putts von ihrem großen Ziel entfernt, der Platzreife. Geschafft. 9 Loch geschafft. Und herzlichen Glückwunsch zur Platzreife. Dankeschön.
Herzlichen Glückwunsch zur Platzreife, Katrin, mit 15 Nettopunkten. Ich freue mich so, dass ich die Platzreife geschafft habe. Echt, das ist so ein tolles Gefühl. Meilenstein, von mir aus kann es zu mir jetzt kommen. Jetzt seid ihr dran und wir unterstützen euch natürlich dabei, denn wir verlosen einen Platzreife-Kurs. Und unsere Gewinnfrage hierfür ist, mit wie vielen Nettopunkten habe ich meine Platzreife geschafft? Einfach wieder auf Facebook posten und das Video liken. Viel Glück!